So, nachdem wir jetzt hier die Magic Mountain Mission abgeschlossen haben, ein bisschen Rally war auch dabei, kümmern wir uns jetzt um die Rally Challenge hier. Japanische Allrad-Herausforderung. Wir besitzen ein Allrad, aber zu wenig Leistung. Ja, ich wollte schon immer den GTR fahren. Sport hart. Weißt du was? Ich kaufe einfach mal. Ja, lieber so investieren. Carbon-Keramikbremsen. Ladeluftkühler. Turbolader niedrige Drehzahl. Aha, ich bin lost. Ich habe zuerst das gekauft, Geld rausgeworfen, jetzt das gekauft. Ich hätte direkt das nehmen sollen. Eigentlich gebe ich jetzt doppelt Geld aus, merke ich gerade. Wamspuffkrümmer noch. Dann besseren Luftfilter. Ich kaufe einfach alles 30.000 Mal. Okay. Passt. Ja, wir geben jetzt ein bisschen viel Geld aus. Das bringt mir nichts. Motorbalancing. Mehr Hubraum ist immer gut. Boah, die Teile sind teuer. Macht's schlechter? Besser. Also, jetzt haben wir ein bisschen viel Kohle ausgegeben, aber vielleicht muss ich nochmal mehr ausgeben. Sportaufhängung. Höhenverstellbare. Nee, hier, das da. Und Gewichtsreduzierung. So. Muss ich Stufe für Stufe durchgehen oder wie? Ja, in dem Fall schon. Aber ich glaube, das sollte jetzt reichen. Wir haben ein bisschen Gewicht reduziert. Wir haben bessere Bremsen, bessere Ansaugung, bessere Motor. Einfach alles besser. So. Japanese Four-Wheel Drive Challenge 600. Miyazawa, hallo Xerox, ich bin Takuma Miyazawa. Als Jugendlicher habe ich Rallye Rennen auf DVD geschaut. Damals habe ich mich in die Autos von Subaru verliebt. Heute werde ich einen Impreza antreten. Die coolsten Fahrer sind solche, die mit einer guten Technik die schlechte Manövrierbarkeit ihres Autos ausgleichen. Man muss nur die Eigenheiten seines Fahrzeugs verstehen und ein entsprechendes Fahren. Ich wünsche,
ich könnte das in jedem lernen. Wong, hallo, ich bin Jonathan Wong und ich bin aus Hongkong angereist, um am Rennen teilzunehmen. Sie fahren in ihrer IB-10-Prüfung auf Tlial Mountain. Ein kniffliger Abschnitt, aber je öfter sie ihn fahren, desto besser kommen sie auf ihm zurecht. Oh Gott. Platz 3 oder höher. So. Der Sound sounds good. Wow, was für geile Bremsen. Ja, Junge. Direkt Unfall bauen. Neu starten. Das ist Sound in den Ohren. Richtig hochgezüchteter Motor. Sick. Ja, das ist viel zu langsam. Autsch. Ich sollte trotzdem noch anständig fahren, ne? Ja, die Strecke können wir noch. Ja, aber jetzt haben wir ein so schnelles Fahrzeug, dass wir sehr oft bremsen müssen. Highspeed-Strecke. Der Highspeed-Teil, nicht Strecke. Das ist nur ein kleiner Teil der Strecke. Ja, das mit den Ideallinien gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist sicherlich Potenzial liegen. Ah, das ist das Wappen von Hongkong. Das, was Jobong hat. Den Evo, Lancer Evo 6. Schon lange nicht mehr gesehen, Lancer. Ja, keine Chance auf der geraden Harte. Kommst du quer, siehst du mir. Auch mit 2 Sekunden Vorsprung, siehst du mir. Er hat so eine Kraft, was der jetzt auf den Boden bringt, das ist unnormal. Vielleicht ein bisschen zu hart getuned. Für die 600er der Serie. Auf der Geraden, da mache ich jetzt so viel Vorsprung. Die können mich nicht mehr einholen. Ich komme schon lange aus der Kurve, kann wieder Vollgas geben und die müssen noch abbremsen. Gut, die nächste Kurve könnte jetzt interessant werden, was da der Zeitabvorsprung ist.
So, hier muss ich ja viel bremsen. Ich kann nur langsam kommen. Falsche Ideallinie. Falscher Ansatz. Da hätte er mich noch aufgeholt. Erster Monsterteil. Immerhin 20.000 zurückgekriegt. Ein Subaru! Oder wie wir in der Schweiz sagen. Oh! Große Ferrari haben wir bekommen. Das ist wirklich so. Der Bauern-Ferrari, sag ich mal. Nicht böse gemeint, ist einfach so ein Klischee. So. Muss ich jetzt für die auch nochmal eine andere Voraussetzung? Nö. Nee. Genau die gleiche. Viel Gasbremsen, Gasbremsen, nur zwei Runden. Mangano. Ah, ciao, ich bin Giorgio Mangano aus Italien. Ich fahre Rennen, seit ich 10 Jahre alt war, als Go-Kart-Rennen. Ich fahre Rennen, seitdem ich 8 bin, als Mario Kart-Zocker. So, Yaris, tschüss. Ja, das ist wie ein gefundenes Fressen für mich, die Strecke. Den Gegnern. Der klebt richtig geil auf der Strecke. Ja, was für Brenn. Bam! Tödlicher Unfall. Putz. Ah. Auf der Außen sogar ohne Probleme kann ich sogar mehr Gas geben, aber fahr fast wieder von der Strecke. Also nicht zu sehr überschätzen sich selber, aber auch nicht zu hart unterschätzen die Strecke. Das Mittelmaß habe ich noch gar nicht gefunden. So. Evo. Tschüss. Autsch. Xerox, ciao. War richtig dumm von mir, sowas. Ich habe ja Zeit. Was will ich? Wem muss ich jetzt hier was beweisen? Ich weiß manchmal nicht. Putz. In die nächste Leitplanke rein. Genau so macht man diese Kurve. 7 Sekunden muss ich nachholen. In der letzten Runde. Wo ich sehr viel Eigenverschuldung trage, dass ich so verkackt habe. Nicht zu früh raus. So. Hier doch ein bisschen bremsen. Geht doch. Ich muss. Es wäre cool, wenn man so Qualifying machen könnte zuerst. Ich glaube, ich habe ja vorhin das mit dem Zeitsektor entdeckt. Das sollte ja theoretisch machbar sein. Ja, hier wieder ein bisschen raus aus der Strecke.
5 Sekunden, gut gemacht, wenn man einfach mal vernünftig fährt und nicht denkt, ja Mann, ich bin der Überking. Geht doch. Vernünftig fahren ist auch manchmal eine Devise, die zum Erfolg bringt. Oh, ich hätte schon Bock mit dem Lenkrad das Ganze mal zu machen. Dreißigtausend Sauberleistung. Bitte kein Hybrid, aber High Performance. Ich hoffe es nicht. I hope not, dass das Hybrid ist. So, das haben wir ja geschafft. Und jetzt hier Australien. Auch wieder Vorwiel Challenge. Platz 3 oder höher. Zwei Runden. Noch keine Australien Strecke gemacht. 2, 1, let's go. Die sieht geil aus, die sieht smooth aus, die Strecke. Hat was von der einen Formel 1 Strecke irgendwie. Gott sei Dank habe ich die Bremsen reingepackt. Sonst wäre ich komplett in der Bahn drin gelandet. So. Muss mal vielleicht schauen, ob mein Hirn noch Deutsch kann. Ich glaube, irgendwann mal bringe ich so eine Folge einfach auf Schweizerdeutsch raus. Jetzt folgen ganz viele aufeinander S-Kurven. Ich will den Nürburgring fahren. Wann kann ich den endlich befahren? Ich muss gleich nachher mal nachschauen. Alter! Der ist da komplett reingefahren. Hey. Jetzt wird's spannend. Ja. Das war spannend. Green Flag wieder, okay. Theoretisch müsste ich ja nur Dritter werden. Aber auf den habe ich schon 8 Sekunden Rückstand. Warum sage ich immer Vorsprung? Ey. Manchmal reg ich mich selber. Mich auf. Mit meinem Deutsch. Ja, da komme ich wieder. Die Reifen sind, glaube ich, wärmer geworden, ne? Ich sehe zwar immer noch nichts mehr da. Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht angekommen bin.
Aber das ist eine geile Strecke. Gegen den Mitsubishi Evolution Final. War das einfach die Edition, die wir Europäer nicht mehr gekriegt haben? So, zweiter. Mein Rückstand von vorher ist schon fast wieder aufgeholt. Sehr enge Kurven hier. Sehr, sehr. Also, jetzt nicht zu spät bremsen, aber auch nicht zu früh. Lieber bin ich jetzt ein bisschen früher vom Gas gegangen. Dass ich da wieder komplett geradeaus bin. Und doch noch Erster geworden, trotz diesem fatalen Unfalls. Ja. Wer kann's, der kann's, ne? Weiter. Knapp gewonnen, aber nur knapp. So. Fast wieder genau gleich viel Kohle. Und den Lancer Evolution Final. Ich dachte wirklich, wir müssen Rallye-Rennen fahren. Aber das war, glaube ich, nur die Anspielung. Also, aber jetzt warte mal. Europa. Ja, so wie es aussieht, haben wir das noch nicht freigeschaltet. Okay. Vielleicht schalten wir es ja jetzt frei. Wir gehen ins Café. Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos. Damit ist Ihre. Sobald Sie Ihre Belohnung haben. 3-Sterne-Roulette-Ticket. Ui! Reden wir mal mit Jeremy. Dieses Auto, ist das Ihres? Ach, Jeremy, Ihnen entgeht wirklich nichts, oder? Jeremy lässt immer gerne den Motorsport-Nerd raushängen. Oh Mann, ich meine, wenn ich so ein krasses Auto wie dieses vor mir habe, kann ich gar nicht anders. Dieser GTR Skyline der dritten Generation war entscheidend für ein neues Interesse an japanischen Tourenwagenrennen. Von dem Verkaufslager wurde trotz des hohen Preises nach der Veröffentlichung satte 43.000 Exemplare verkauft. Eine renntagliche Version wurde kurz darauf entwickelt und feierte bei der japanischen Tourenwagenmesse statt 10 Siege. Nach diesem großartigen Erfolg fuhr er im Verlauf von 4 Jahren 29 Siege in Folge ein. Okay. Von allen modernen Assistenz Skyline GTR spricht der R200 als revolutionär vor. Seit den 1960ern bis in die frühen 70er schien das Skyline auf den japanischen Rennen fast unaufhaltsam. Als Reaktion auf die Ölkrise stellte Nissan die Produktion jedoch ein. 1989 wurde der Name GTR aber mit diesem R32 Skyline GTR wiederbelebt. Nissan steckte sein gesamtes technisches Know-how in die Entwicklung. Die harte Arbeit zahlte sich aus, der R32 war von Erfolg an sehr erfolgreich und eroberte die Herzen des Motorsports. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich Wert mit der Zeit weiter steigen wird. Ist so. Der ist richtig teuer im Einkauf, immer noch. Gebraucht. Rallyes sind eine Form der Hochgeschwindigkeitsrennen, die auf abgesperrten öffentlichen Straßen stattfinden. Höhepunkt dieses Sports ist die Rallye-Meisterschaft. Das ist ein unglaublich beliebter Wettbewerb, über den jeden Motorsportliebhaber das ein oder andere weiß. Ich weiß gar nichts.
Weil die Autos sind zur unglaublichen Geschwindigkeit fähig, das auf praktisch jeder Oberfläche. Das ist wirklich ein atemberaubender Anblick. Japanische Hersteller stellen seit den 1690ern Autos für internationales her. 1990ern, okay. Ja. Ihren Benutzerflügel zeigen.